TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Der Ausstieg aus der Kernkraft ist beschlossene Sache. Spätestens 2022 sollen alle Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein. Zur Realisierung dieses Ziels spielt die nachhaltige Energieversorgung durch erneuerbare Energien wie Windkraft, Solarenergie oder auch Biomasse eine entscheidende Rolle. Die FDP-Landtagsfraktion hat heute in Stuttgart starke Zweifel am Gelingen der Energiewende geäußert. Vor allem der Ausbau der Windkraft im Land ist ihr dabei ein Dorn im Auge. Knapp 400 Windkraftanlagen gibt es Stand Ende 2013 in Baden-Württemberg. Die grün-rote Landesregierung ist mit dem Vorhaben angetreten, bis 2020 rund 10% der Stromversorgung aus Windenergie zu gewinnen. Der Anteil zum jetzigen Zeitpunkt liegt zwischen 1 und 2%. Viel zu wenig nach Meinung der FDP, um die Energiewende erfolgreich zu bewältigen. Was bedeutet rund 1200 Windräder? Wie sieht die Realität aus in Baden-Württemberg? Die Realität ist die, innerhalb von 3 Jahren hat Grün-Rot 34 Windräder zustande gebracht. Und es zeichnet sich nicht ab, dass es besser wird. Windkraftanlagen in Baden-Württemberg kommen nach Messungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft im Jahr durchschnittlich auf 1252 sogenannte Volllaststunden. Im Vergleich in Schleswig-Holstein ist dieser Wert 3,5-mal so hoch. Für die FDP ein entscheidender Nachteil für den Standortfaktor Baden-Württemberg. Wir wollen das aber ohne jegliche Subventionierung. Wir glauben nicht, dass es Sinn macht, in der Zukunft Windkraft und Solarenergie in Baden-Württemberg weiter zu subventionieren. Das dadurch eingesparte Geld solle nach Meinung der Liberalen besser in andere Bereiche investiert werden. Das seien vor allem Energieeffizienz, Energiespeicherung und der Netzausbau. Und wenn wir jetzt einfach immer weiter die Erneuerbaren ausbauen, gerade Sonne und Wind, gerade in Baden-Württemberg, ohne die notwendigen Speicherkapazitäten zu haben, ohne die notwendigen Leitungen, dann erreichen wir genau das nicht. Dann laufen wir in Netzüberlastungen rein, dann laufen wir in weitere Preissteigerungen hinein, während wir in anderen Zeiten, wo Spitzenbelastungen des Netzes möglich sind oder zu erwarten sind, aber vielleicht die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, ihn teuer zukaufen müssen. Ein Gelingen der Energiewende für die FDP nicht abhängig vom Ausbau erneuerbarer Energien. Sie sieht darin vielmehr die Gefahr einer ineffektiven und schwer planbaren Stromerzeugung und Bereitstellung. Und sogar der Ausstieg aus der Kernenergie könnte dadurch ihrer Meinung nach nochmals in die Diskussion geraten. 35.000 Kredite in Höhe von knapp 3 Milliarden Euro für die energetische Sanierung von Altbauten hat das Land in den letzten 2 Jahren gefördert. Damit stoße das Förderprogramm auf große Nachfrage, sagte Umweltminister Franz Untersteller heute in Stuttgart. Wer auf Energieeffizienz setze, müsse sich weniger Sorgen um steigende Preise machen. Untersteller will die Programme fortsetzen. Ob im Landeshaushalt für die kommenden 2 Jahre Geld dafür verfügbar ist, steht aber noch nicht fest. Der sogenannte Schwarze Donnerstag, an dem im Jahr 2010 Polizisten mit Wasserwerfern gegen Stuttgart 21 Demonstranten vorgegangen sind, ist ab heute wieder Thema im Landtag. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob der Polizeieinsatz mit mehr als 100 Verletzten von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung unter Ministerpräsident Stefan Mappus beeinflusst war. Der Regierungsbericht zu den Geschehnissen ist dem 2. Untersuchungsausschuss heute zugegangen. Weitere Akten sollen in den kommenden Tagen folgen. Lehrer aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen sollen bald in Berlin unterrichten. Denn in der Bundeshauptstadt herrsche aus mehreren Gründen akuter Lehrernotstand. Medienberichten zufolge fehlen an Berliner Schulen etwa 2400 Lehrkräfte. Und die Pädagogen sollen jetzt mit einer Kampagne und Aussichten auf gute Bezahlung aus anderen Bundesländern nach Berlin gelockt werden. 6500 Rückmeldungen habe es schon gegeben, 3300 davon waren Quereinsteiger. Die Einzelhändler in der Stuttgarter Innenstadt sollen sich Medienberichten zufolge über den Polizeigroßeinsatz bei einer Demonstration am Samstag beschwert haben. Die Stadtverwaltung habe die Demo genehmigt und den Marktplatz hermetisch abgeriegelt, obwohl zeitgleich der lange Einkaufssamstag gewesen sei. Kunden seien durch die Sicherheitsvorkehrungen abgeschreckt worden. Bei der Demonstration gegen den Bildungsplan der Landesregierung ist es zu Auseinandersetzungen mit linken Gruppen gekommen. 500 Polizisten waren im Einsatz.
Soweit die BW1 Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Morgen ziehen dichte Regenwolken über Baden-Württemberg. Es gibt dann nur noch selten sonnige Abschnitte, aber dafür umso häufiger Niederschläge. Auch die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 17 Grad im Breisgau. Am Mittwoch kann sich die Sonne zwar noch immer nicht so wirklich gegen die Wolken durchsetzen, aber es soll trocken bleiben. Die Temperaturen pendeln dann zwischen 10 Grad in den Höhenlagen des Schwarzwaldes und 15 Grad in der Kurpfalz. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Ried-Böhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen. Nichts ist älter als der menschliche Spieltrieb. Und um den zu befriedigen, haben auch unsere Vorfahren ihr eigenes Spielzeug gebaut. Unzählige Puppen und Spielsachen aus den vergangenen Jahrhunderten präsentiert das Puppen- und Spielzeugmuseum in Rottweil. Ein Ausflug in eine fast vergessene Kindheit ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr, samstags von 10 bis 12:30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Vielfalt der Natur können Besucher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe kennenlernen. Dabei gibt es neben Präparaten, Fossilien und Modellen auch echte, lebendige Ausstellungsobjekte hinter Glas in diversen Aquarien und Terrarien. Eintauchen in die Welt der Dinosaurier, Insekten und anderer Tiere kann man zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Fischen ist mein Leben. Damit verdiene ich den Lebensunterhalt für die Familie. Um genug Fische fangen zu können, brauchte ich ein gutes Netz. Mit einem Mikrokredit konnte ich mir ein neues kaufen. In einigen Monaten werde ich die letzte Rate zurückbezahlt haben. Jetzt kann einer meiner Söhne auf die höhere Schule gehen. Der andere will mein Nachfolger werden. Wir schauen optimistisch in die Zukunft und bedanken uns bei allen, deren Unterstützung dies ermöglicht hat. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen.